Höhlentaucher. Tief unter der Erde, umgeben von Wasser und Dunkelheit. Enge Gänge, Stille, ganz allein. Salvatore Busche auf einem seiner spektakulären Tauchgänge. Ich fühle mich richtig gut. Wie ein Fisch im Wasser habe ich mich bewegt. Alles hat super funktioniert. Alles hat geklappt. Alle Geräte haben funktioniert. Ich bin richtig froh und glücklich. Und das ist der sehr anspruchsvolle Arbeitsplatz von Salvatore Busche. Die Wimsener Höhle ist die tiefste Unterwasserhöhle Deutschlands. Sie zieht sich über 1300 Meter lang durch die Schwäbische Alb. Verwinkelt, verschachtelt und längst nicht vollständig erkundet. Genau deshalb taucht Salvatore Busche als Teil einer Höhlenforschungsgruppe und für das Vermessungsamt Baden-Württemberg immer wieder ab. Die Wimsener Höhle ist so besonders, weil die Gänge haben unterschiedliche Profile. Es gibt große Gänge, horizontale, dann gibt es so Kluftgänge, das sind schmale Spalten. Also die Höhle ist einfach faszinierend, weil sie auch glasklar ist. Ja, also wenn du da reintauchst, hast du keine Partikel, es ist glasklar, da ist nichts eingetrübt. Doch auch bei glasklarer Sicht ist das Unterwasserlabyrinth unberechenbar. Amateure haben in dieser Höhle, die aus ausgespülten Kalksteinen aus der Jurazeit besteht, nichts zu suchen. Das ist wie, keine Ahnung, wie hier. Rechte Straße, linke Straße, linke Straße, rechte Straße. Und wenn du die nicht bezeichnet hast, dann kommst du aus der Höhle nie wieder raus, nie wieder. Genau deshalb sind Höhlentaucher nicht nur speziell ausgebildet. Jeder einzelne Gang muss präzise vorbereitet sein. 2x70 Minuten verbringt Forscher Busche hier pro Tauchgang unter Wasser. Eine Ewigkeit im Vergleich zu Freizeittauchern. Die Ausrüstung ist dabei überlebenswichtig. Gefährlich ist es insofern in der Höhle oder worauf man achten muss. Die Höhle, man kann ja nicht auftauchen. Also musst du alle Sachen mindestens zweimal dabei haben. Das heißt, man muss doppeltes Licht dabei haben, doppelte Flaschen. Eine Flasche reicht nicht, mindestens zwei, eher drei. Und auch ein Schneidegerät, damit man sich mal, wenn man sich in der Leine verfängt, die durchscheren kann. Darauf muss man unbedingt achten. Das sind die wesentlichsten Grundsätze in der Höhle. Alles doppelt haben. Kurz vor dem Tauchgang ist volle Konzentration gefragt. Um die Höhle einmal zu durchqueren, braucht Salvatore Busche 10 Stunden. 4 Stunden hin, 2 Stunden Erholung im hinteren Teil der Höhle, der über Wasser liegt, und 4 Stunden wieder zurück. Von so einem großen Tauchgang, der jetzt so 10 Stunden dauert, wenn man ganz nach hinten taucht und wieder zurück und muss über die ganzen Leiterpassagen klettern, da geht dann natürlich im Kopf immer rum, ist alles da, habe ich alles. Hoffentlich geht nichts kaputt, weil wenn ich in der Höhle hinten bin und da geht irgendwas kaputt und ich habe kein Werkzeug dabei, dann muss ich sofort wieder zurück, weil ich kann nicht weiter. Und wenn ich hinten aussteige am Ende, nach den 4 Stunden, ist natürlich immer so, dass der Anzug, der darf keine Leckage bekommen. Du darfst keinen Riss in den Anzug kriegen. Wenn du jetzt irgendwo stolperst oder würdest hinglitschen, kann es sein, du kriegst einen Cut in den Anzug. Dann musst du diese 4 Stunden ja wieder zurück und du bist total durchnässt. Das ist keine gute Idee und das ist auch gefährlich. Das muss man versuchen zu minimieren. So viele Risiken lauern. Deshalb taucht der Forscher nur noch alleine ab. Früher ging es in Zweierteams durch die Höhle. Aber die Gefahr, Fehler zu machen, sei doppelt so hoch, glaubt Salvatore. Allein, nur noch mit den eigenen, regelmäßigen Atemgeräuschen im Ohr. Das sind für den Höhlentaucher jedes Mal aufs Neue ganz besondere Momente. Du bist nur mit dir alleine und deinem Licht, deiner Lampe. Und der Fokus deiner Lampe, der macht deine Gedanken. Das ist das Spannende. Du leuchtest irgendwo hin und schon hast du neue Ideen, neue Gedanken. Aber die anderen in der Umwelt, die Gedanken, die hast du in dem Moment gar nicht mehr. Die sind alle weg. Du fühlst dich richtig frei, also mental total frei. Immer wenn ein Tauchgang beendet ist, greift Salvatore Busche als erstes zu seinem Smartphone. Er informiert seine Partnerin Astrid Winkeler. Sie ist sein Notfallkontakt. Sollte sie zum angekündigten Zeitpunkt keine Nachricht bekommen, dann würde sie die Rettung alarmieren. Und sie steht voll und ganz hinter seinem ungewöhnlichen Hobby. Nicht ganz uneigennützig. Wenn er dann aus der Höhle kommt, dann ist er total glücklich und erfüllt. Und es ist dann natürlich schön, wenn man dann einfach mit einem Partner zusammen ist,
der sich gerade total freut und glücklich ist. Und deshalb sage ich auch manchmal, wenn er nicht so gut drauf ist, du weißt was, geh doch heute tauchen. Und dann weiß ich, dass er wieder ganz happy zurückkommt. Schon mehr als 200 Mal war der Forscher in der Wimsener Höhle. Und fast jedes Mal entdeckt er neue Gänge oder Seitenhöhlen. Jedes Mal muss er auch eine besonders tückische Stelle bewältigen. Wenn der Höhlengang plötzlich 40 Meter senkrecht abfällt, muss ein spezielles Heliumgemisch her. Sonst droht ein Tiefenrausch. Seit über 30 Jahren wird die spektakuläre Wimsener Höhle nun ertaucht und erforscht. Etwa 300 Meter konnten Salvatore und seine Tauchkollegen in den vergangenen 5 Jahren neu erschließen. Und es geht immer weiter. Neue Gänge, die wir entdecken, da gibt es immer die Möglichkeit, dass es da wieder weitergeht. Ja, so ein Abzweig vom Gang, den muss man bekriechen oder beklettern und kann schauen, vielleicht geht es da weiter und vielleicht findet man wieder einen neuen Wasserzulauf. Und da könnte man eventuell wieder neu tauchen. Das muss man alles abklären. Und das, genau, deswegen ist man Höhlentaucher, Höhlenforscher geworden. Wir machen Höhlenpläne und machen Videos und machen auch Fotos und präsentieren das der Öffentlichkeit. Das ist unsere Intention. 25 Tauchgänge jedes Jahr, bis zu 10 Stunden, bepackt mit Equipment bis zu 100 Kilo schwer. Salvatore Busche kann nicht genug bekommen von seinem Hobby. Auch mit 80 sieht er sich noch hier in den Wimsener Tiefen. Die Höhle hat so viele Facetten. Jedes Mal hat man einen anderen Eindruck. Es ist genauso, wenn hier mal ein bisschen Regen ist, dann hört man plötzlich Wassertropfen, die hat es vorher nicht gegeben. Genauso hat es Farbenspiele unter Wasser, die habe ich vorher noch nicht gesehen. Und Gänge sind ganz anders, vor allem wenn man raustaucht, dann sieht man den Gang ganz anders, als wenn man reintaucht. Und jedes Mal fasziniert mich das und deswegen habe ich das schon über 200 Mal gemacht. Und hier ist es einfach so, jetzt gehe ich in die Wimsener Höhle und wenn ich wieder rauskomme, dann fühle ich mich wie ein anderer Mensch. Wie, ja nicht wie neugeboren, aber wie, als hätte ich jetzt plötzlich mehr Energie bekommen und bin richtig motiviert, wieder ins Leben zu starten. Um dann aber auch bald wieder abzutauchen und um die Natur aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erleben. Hautnah. Und mit allen Sinnen. Höhlentaucher. Ein Hobby mitten in Deutschland und trotzdem in einer bisher unentdeckten Welt.